Was geht ab, Ladies and Gentlemen? In diesem Video zeige ich euch den wahren Schatz von Zone 0. Einen Ort, wo sich sehr, sehr viele Schätze befinden. Dann würde ich sagen, lasst uns mal keine Zeit verlieren. Also Ausgangspunkt ist das Labor hier. Ja, hier waren wir ja während der Story, sind mit dem Aufzug hier an einen noch tieferen Punkt runtergefahren, ja, in Zone 0. Und da müssen wir jetzt zurück. Wichtig ist zu wissen, ihr müsst erstmal mit der Story fertig sein, weil dann könnt ihr erst zurück. Als erstes folgen wir hier dem Weg nach links weiter, bis wir zu dem Raum gelangen, vor diesem Spiralenraum, also vor dem Raum, der uns, ne, nach unten zu dem terrakristallisierten Baum führt. Weiter an den Weg folgen, hier rechts rein. Upp, da ist mein Koridon ausgerutscht. Und genau, diesen Raum meine ich. Hier rechts ist nämlich eine riesen Kristallwand und da können wir hochklettern und sehen hier rechts, links meine ich natürlich, einen weiteren Raum, der allerdings versperrt ist mit so einem Kristall. Und wenn wir dahinter gucken, sehen wir sehr, sehr viele Items. Ja, und da wollen wir selbstverständlich ran. Um den Weg jetzt frei zu machen, müssen wir, wie in der Story auch, ein terrakristallisiertes Pokémon besiegen. Und dieses Pokémon ist echt gut versteckt, ja. Lass uns hier runterspringen und jetzt zu dem Raum gehen, wo es so spiralartig nach unten geht. Diesen Raum meine ich, ne? Hier geht es so spiralartig nach unten. Wir müssen aber nicht nach unten, sondern nach oben. Sprich, wir kehren um. Und hier ist so eine riesen Kristallschicht an der Wand. Die umdribbeln wir, weil hier ist ein geheimer Höhleneingang. Sehr, sehr fies versteckt, aber hier müssen wir rein. Und dann dribbeln wir uns jetzt mal hier durch und müssen da nach oben. Zack. Weil hier ist der Raum, wo sich ein terrakristallisiertes Knackrack aufhält. Ja, und den verprügeln wir jetzt erstmal. Ich schau dir dein ganzes Gebiss raus, mein Freund. Ja, schrei mich nicht an. Bam. Alright. Es klang so, als wäre irgendwo ein Kristall verschwunden. Das ist das Zeichen, meine Damen und Herren. Wir gehen also zurück. Einmal hier nach unten. Zack. Zack. Und hier hin. Da müsste, glaube ich, links die Wand sein. Genau. Und wir sehen, yes, der Weg ist frei, meine Damen und Herren. Und hier sind wir in einem Raum voller Schätze. Ich finde das Ganze super interessant und mega spannend. Wenn es bei euch auch der Fall ist, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so haben. Massig Terra-Stücke anscheinend. Oha. Oha. Das ist cool. Das ist cool. 24, 17, 17, 24. So viele Items, dass das Menü nicht hinterherkommt. So, Drache, Terra-Ausbruch TM, darf natürlich nicht fehlen. Ja. Also massig Terra-Stücke, das finde ich richtig, richtig cool. Oh, TM Meteorstrahl, ja, auch sehr, sehr fancy. Und ja, ich gehe davon aus, dass das hier alles Terra-Stücke sind, aber wie viele, Mann? Jo, ist das geisteskrank. Zack, zack. Was ist hier noch? Pflanze, Elektro, Random Premierball, alles klar, verstehe, Sternstaub, ja, nehmen wir auch und Terra-Stücke. Ich glaube, jetzt haben wir alles hier geplündert, oder? Ja, sieht gut aus. Ich persönlich fand dieses kleine Geheimversteck richtig spannend, ich hoffe ihr auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem neuen Video oder live auf Twitch wieder. In dem Sinne, haut darin, ruft dahin.